Rund 150.000 Einsätze zählt die Duisburger Polizei im Jahr. Eine abgestürzte Fallschirmspringerin ist der Grund für den Einsatz von Polizeihauptkommissar Michael Klär und Polizeikommissarin Sarah Freitag. Das Unglück ist für die Angehörigen der Frau ein Rätsel. Kommen Sie mal ein Stück zurück. Ist zu gefährlich. Hallo. Was ist das? Sie gehört doch zur jungen Dame? Sie gehören dazu? Ja. Und damit, kommen Sie eben zu uns rüber? Das ist ein zu gefährlich. Schwester, wir hatten einen Fallschirmsprung und was ist irgendwie ist der ganze Fallschirm nicht geöffnet. Und jetzt haben wir welche Beziehung stehen Sie zu ihr? Der hat meinen erst nicht geöffnet. Und wieso? Aber der ist jetzt ja offen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also er ist ja irgendwie geöffnet gewesen. Also, und haben Sie schon versucht, mit ihr zu sprechen? Ja, aber das ist einfach zu laut hier. Ja, das ist ja. Kommunikation ist gut, ich würde sagen, wir gehen mal ein kleines Stück zurück. Ja? Dass wir hier mal eben die Kollegen arbeiten lassen können. Ich habe nur Angst, dass sie jetzt abstürzt da irgendwie. Nein, das hält. Das sind ganz feste Seile, das hält alles. Kommen Sie hier mal mit rüber. Die Feuerwehr bereitet die Bergung der Fallschirmspringerin vor. Sarah Freitag erfährt, dass die Frau anscheinend bewusstlos ist. Schon der Sprung der Mutter verlief merkwürdig, wie die Beamten ermitteln. Haben Sie noch Ausweis dabei? Ja, hinten in meiner Tasche. In Ordnung, das machen wir nachher. Das ist der Stiefbruder von der Dame, die dort hängt. Ja. Na? Ich bin die Tochter. Sie sind die Tochter von der Dame? Ja, meine Mutter hängt da oben. Ist das Ihr erster Sprung? Oder? Nein, meine Mutter ist Fallschirmlehrerin. Sie springt schon über 3000 Sprünge, hat sie hinter sich. Ich weiß nicht, was passiert. Ist einfach plötzlich was regungslos oben in der Luft. Wir können uns jetzt nicht in diesen Gefahrenbereich begeben. Das ist für uns zu gefährlich. Aber man muss sich das runterholen. Die Feuerwehr versteht ihr Handwerk, machen sich keine Sorgen. Ja, im ersten Augenblick, als wir angekommen sind, sind wir auch ganz klar davon ausgegangen, dass es sich um einen Unfall handelt, dass da vielleicht irgendwas mit dem Fallschirm nicht funktioniert hat oder die Dame aufgrund einer Erkrankung vielleicht ohnmächtig geworden ist. Von daher sind wir erstmal daran gegangen, um möglichst viele Indizien zu sammeln, warum dieser Unfall überhaupt passiert ist. Und Sie sind alle zusammengesprungen? Ja, wir hatten einen gemeinschaftlichen Sprung. Ja. Gut, und irgendjemand sagte, der Fallschirm ging nicht auf. Aber wieso ist der jetzt auf, der Fallschirm? Weil ich beim Sprung das gesehen hatte, dass sie taumelte. Ja. Und ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Also als der noch nicht ausgefahren war, dieser Fallschirm, da sind Sie rüber zu ihr oder wie in der Luft? Ich bin beim Sprung dann auf sie zugesteuert und habe an der Reißleine gezogen, weil sonst wäre sie ja aufgeschlagen. Ja, aber hatten Sie die Dame dann irgendwie verletzt, dass sie gegen sie geknallt sind, gegen den Kopf oder irgendwas? Sie war ja schon regungslos oben in der Luft. Wir haben auch den Flug aufgenommen. Ich hatte sie eine Kamera. Ja, wir haben eine Kamera auf. Die Beamten halten es für äußerst ungewöhnlich, dass eine gesunde und geübte Fallschirmspringerin plötzlich ohnmächtig wird. Um Anhaltspunkte zu erhalten, sichten sie den dramatischen Sprung der Frau. Ich spiele das gerade mal ab. Also hier sehen Sie den Sprung. Ja, Sehen Sie, da stößt man sich auch nirgendwo an. Man ist ja sofort draußen. Wo ist sie jetzt? Wer ist sie? Mit dem weißen Helm. Mit dem weißen Helm, okay. Und das mit dem roten Helm sind Sie? Das bin ich, genau. Das sind Sie? Ja. So, ich gehe praktisch raus mit ihr. Mit ihr zusammen? Genau. Ja. Da war noch alles in Ordnung. Da war alles wunderbar. War alles gut. So, wir lösen uns natürlich dann irgendwann, weil jeder seinen eigenen Sprung dann vollzieht. Ja. Sie sehen es hier. Und im Verlauf des Fallens habe ich auf einmal gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil der Körper so regelt. Hier sieht man schon. Das ist untypisch. Ja. Komplett untypisch. Meine Mama. Das macht sie nicht, macht sie nie. Und dann habe ich natürlich schon Bedenken gehabt und wollte gucken, was los ist und bin schon an sie dann reingeflogen beim Fall. In welchem Bereich sind Sie jetzt zu dem Zeitpunkt? Wie, in welchem Bereich? Ja, das sind sie? Die Basis. Ach so. Das ist meine Kamera. Ja, sie haben das gefilmt. Okay, alles klar. Hier sieht man jetzt noch irgendwo was? Ja, das ist halt durch die Kamera. Ne? Ja. Okay, aber da haben Sie den Fallschirm dann ausgelöst. Genau. Ja. Die Polizisten wollen sich nach dem Zustand der Verletzten erkundigen, um deren Angehörige zu informieren. Die Frau kommt langsam zu sich. Dennoch gerät die Tochter vor Angst um sie in Panik. Also ich habe ihr jetzt schon gesagt, sie bleibt hier stehen, weil... Das geht doch nicht. Mama! Nein, du bleibst hier. Mama! Nein, ist alles gut jetzt. Warte mal
ich verstehe Sie. Lass mich doch zu meiner Mutter, nein! Ich verstehe Sie. Ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Lassen Sie den Arzt in Ruhe arbeiten, okay? Ja, wenn wir Angehörige vor Ort haben, dann ist es natürlich ganz klar, dass die sich Sorgen machen. Hier war es nun die Tochter von der Verunfallten. Und wir haben auch Schulungen in diesem Bereich, aber vor Ort ist das natürlich immer noch mal was anderes, weil die einen lassen sich schneller beruhigen und die anderen nicht. Und dieses Mädchen hatte überhaupt kein Ohr für uns, daher mussten wir sie immer wieder rausnehmen aus der Situation. Dann kommen wir gleich noch mal zu euch. Die Verletzte führt seit 12 Jahren eine eigene Schule für Fallschirmspringer, in der auch die Tochter und der Stiefbruder unterrichten. Nicht nur die Ohnmacht der Unternehmerin, auch ein weiterer Umstand geben dem Beamten Rätsel auf. Das Einzige, was uns nur aufgefallen ist, als wir den Zugang gelegt haben, dass sie ziemlich stark geblutet hat. Ist sie blutet? Ja, nimmt sie irgendwelche Medikamente, irgendwelche Blutverdünner? Nein, das darf sie gar nicht. Meine Mutter darf keine Medikamente nehmen, wenn wir springen. Wir würden unsere Lizenz verlieren, niemals. Okay. Das darf man gar nicht, das wissen wir auch. Ja. Vielleicht was getrunken? Nein. Ein kleines Champagner? Ja, natürlich, Wasser wird trinken. Die Flasche haben Sie da. Ein bisschen merkwürdig. Bei halt, Ingo, ne? Ja. Keine Ahnung, was genau jetzt ist, können Sie also nicht genau sagen. Wir haben auf jeden Fall die Blutgerinnung, ist nicht in Ordnung. Ja. Die Beamten entlassen den Stiefbruder. Offensichtlich hat er der Frau das Leben gerettet. Ihre Vermutung? Jemand hat der Mutter unbemerkt etwas verabreicht, sodass sie ohnmächtig wurde. Ihr Verdacht erhärtet sich. Sie haben mit niemandem Streit, mit niemandem Stress. Ja, es ist alles so komisch in letzter Zeit. Wissen Sie noch vor kurzem? Da wurde bei uns eingebrochen im Hangar. Und ist das ihr falsch? Aufgenommen worden? Nein, wir haben keine Kameras drin. Also haben Sie es angezeigt denn? Nein, meine Mutter wollte das nicht, weil wissen Sie, wir haben eine Verdächtige. Die beste Freundin von meiner Mutter, auch meine, die war auch Fallschirmlehrerin. Von der brauchen wir auch gleich noch die Daten. Das schreiben wir uns gleich mal auf. Ja, das kann ich Ihnen gleich sagen. Was ist da vorgefallen zwischen denen? Ja, die hatten Streit, dann wurde sie gekündigt. Meine Mutter hat gesagt, sie wollte sie nie wiedersehen, nicht mehr vor Gericht. Deswegen hat sie auch die Anzeige nicht gemacht. Wir vermuten halt, dass sie das sein könnte. Also das war der Verdacht, dass sie da eingebrochen hat. Ja, hatte sie da denn noch Sachen, die sie holen wollte? Oder um nein, was ging's? Nein. Sie hat den Lieblingsfallschirm von meiner Mutter, der wurde zerstochen. Also wir sammeln ja nun Zeugenaussagen und auch Sachbeweise. Und nach den bisherigen Erkenntnissen, nach den Informationen, die uns die Tochter geliefert hat, ist eine Racheaktion nicht auszuschließen. Und das spricht eben für eine vorsätzliche Straftat. In diesem Fall sind die Kollegen von der Kripo mit dem Boot. Die werden wir jetzt einschalten. Wir werden alle Beweise sichern, um festzustellen, inwiefern Fremdverschulden vorliegt. Egon von 1531, wir müssen die Kollegen von Kain zuziehen, scheint hier Fremdanwirkung vorzuliegen, also eine Straftat. Nee, es kommen gleich noch Kollegen, die werden das Ganze hier fotografieren und aufnehmen. Und auch der Fallschirm muss ja noch gesichert werden, den brauchen wir. Dann bleiben wir erstmal so stehen. Aber da haben wir Spezialkräfte für, die dann später das Ding da runterholen. Ihr bleibt noch hier, ne? Okay. Die Vermutung der Beamten, zwischen dem zerstochenen Fallschirm der Mutter und ihrem heutigen Absturz könnte ein Zusammenhang bestehen. Auf der Wache wird klar, wie zerstritten die ehemalige Mitarbeiterin mit der Familie ist. Kriminalkommissar Rocco Sturm und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert müssen schlichten. Deine Mutter kündigt mich wegen Sorgfalt. Ich hab's ja auch mal mit dir hin, oder was? Gehst du mit ihr da rein? Sag mal! Wir haben noch nicht gerade eine gute Beziehung. Sie sind die Tochter, ja? Ich bin die Tochter von Sabine Pfeiffer. Sie kennen sie schon ein bisschen länger? Ja, wir waren eigentlich gut befreundet, bis jetzt auf die Sache, wo das passiert ist mit meiner Mutter, wo sie gekündigt hat. Ja. Jetzt dreht sie total am Rad. Spinnt doch total. Okay. Normal ist sie nie so. Sie war meine beste Freundin. Sie waren sogar beste Freundin? Ja. Sie beide? Ja. Nehmen Sie einen Moment Platz, wir sprechen mal. Danke. Ja, danke dir. Dann. So, und das ist der Rucksack, der Fallschirm. Genau, das ist der Fallschirm, der zerstochene. Ich habe ihn extra mitgebracht. Haben die Kollegen ja gesagt, ne, dass du den herbringst. Ja, sieht total schlimm aus. Auf die Kriminalisten macht es den Eindruck, als ob jemand blindlings auf den Fallschirm eingestochen hat, vermutlich aus Wut. Die Kommissare wissen inzwischen, dass sich die Verletzte den Knöchel gebrochen hat. Etwas anderes ist jedoch rätselhaft. Wir haben das Ergebnis der Blutuntersuchung. Wir haben eine Kopfschmerztablette gefunden. Dort erklärt sich das Blut, die Gerinnung. Und ein Xomaphoron, wie ich richtig gelesen habe, das soll ein starkes Schmerzmittel sein. In hohen Dosen wirkt es auch betäubend. Ist Ihre Mutter gerade aktuell ein bisschen krank? Nein, natürlich nicht. Und wir wissen ja, wir dürften gar nicht springen unter Medikamenteneinfluss. Die Einnahme von Schmerzmitteln, verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln, wie in diesem Fall, kann ja sedierend wirken. Es geht über Halluzinationen sogar bis hin zu einer völligen Betäubung, Lähmung.
absolut gefährlich. Ich weiß, dass ich sowas nie anrühren würde. Das ist hier gar nicht typisch. Hat sie denn noch andere Feinde außer der da, die da hinten sitzt? Feinde? Nein, ja. Irgendjemand, was Böses will? In letzter Zeit auf unserer Homepage, da kommen so zurzeit solche dummen Kommentare, solche Bewertungen. Schlechte Bewertungen, aber die gehen nur gegen meine Mutter. Die Kripo-Beamten wollen sich die Bewertungen auf der Homepage der Fallschirmschule ansehen. Merkwürdig ist, dass die Einrichtung gelobt, die Inhaberin aber in Verruf gebracht wird. Ohne die blöde und arrogante Sabine wäre die Schule perfekt. Ausbildungen waren prima. Fast alle nett. Haltet euch von Sabine als Lehrerin fern. Ich hatte Glück, dass ich nicht mit Sabine gesprungen bin. Alles gegen... Das ist ja schon ein bisschen komisch. Ne? Seit wann läuft denn das schon so? Ja, seitdem Manuela rausgeschmissen worden ist. Das war vor ein, zwei Wochen, oder? Ja, genau. Das mit dem Fallschirm, das war jetzt erst vor kurzem. Genau, das ist erst gestern passiert. Und heute wollten wir springen und sehen den kaputten Fallschirm. Wie heißt sie, Frau nochmal, die jetzt da steckt? Hemmer. Mit Vornamen? Manuela. Ja, Sabine, grüß dich. Check mir doch mal die Manuela Hemer, bitte. Ich möchte mal wissen, was wir von der haben, ob da irgendwas aktuell auf dem Schirm ist. Danke. Die Kommissare finden heraus, die Ex-Mitarbeiterin ist erst vor wenigen Tagen unter Einfluss von Schmerzmitteln beim Autofahren erwischt worden. Die Ermittler wollen sichergehen, dass die Verdächtige bei der Vernehmung keine Falschangaben macht. Deshalb soll die Tochter der Verunglückten dabei sein. Das ist komisch. Warum zieht sie denn die Jacke immer drüber? Mit der Verletzung am Arm vielleicht? Nein, sie verstehen nicht. Das Hemd. Was das mit kommt dem mir Hemd? So bekannt vor. Wieso? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, aber. Der Tochter fiel bei der Vernehmung auf, dass die hier Beschuldigte ein Oberhemd trägt. Was für mich auch auffällig eigentlich nach einem Herrenhemd aussah. Und die Tochter sagte dann, dass sie dieses Hemd schon mal gesehen habe und machte mich dann auf eine Homepage aufmerksam, wo das dann noch mal zu sehen war. Das ist doch das Hemd. Ja, das stimmt, das sieht so aus. Wer ist der? Das ist mein Stiefonkel. Ach, das Ingo. Ist er. Okay. Genau. Wieso hat sie das Hemd von dem Mann? Läuft was zwischen denen? Haben Sie schon was mitgekriegt? Nein. Nee? Ich kann, um Gottes Willen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Keine Ahnung. Nein, die hatten nie was miteinander. Rocco Sturm hat einen Verdacht. Die Ex-Mitarbeiterin hat ihrer ehemaligen Chefin die Schmerzmittel unbemerkt verabreicht, die sie selbst für ihre Handverletzung verschrieben bekommen hat. Was ist denn mit den Tabletten da? Naja, es ist seltsamerweise, was der Kollege vorhin sagte, es ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, das Schmerzmittel, unter dem die das Frau Pfeiffer heute abgesprungen ist. Ja. Es fehlen 10 Tabletten. Okay. Sie sagt, also die Frau Hemmer sagt, sie hätte nur 2 genommen. Die fehlen auch hier von dem Film, das ist richtig. Ja. Aber 20 sollen drin sein, 10 sind es nur. Und da haben Sie keine Erklärung für? Nein, ich weiß es nicht. Wohnen Sie alleine? Ja, ich wohne alleine. Das klang jetzt so. Warum regen Sie sich eigentlich so auf, wenn ich fragen darf? Ja, weil mir Sachen unterstellt werden. Also, ich bin auch keine Mörderin. Aber ein paar Sachen haben Sie ja schon zugegeben. Meine Güte, ich war halt sauer auf Sabine. Die schmeißt mich raus wegen so Lappalien da. Ich habe keinen Job mehr. Was für Lappalien? Ja, Lappalien. Ich bin halt ein bisschen strenger mit meinen Flugschülern umgegangen. Wenn die halt nicht spuren, dann müssen die halt anders rangenommen werden. Irgendwie müssen sie es ja lernen. Und dann habe ich ihr den Fallschirm zerstochen und ich habe blöde Kommentare auf ihre Seite geschrieben, damit sie endlich ihren scheiß Laden verliert. Den hat sie überhaupt nicht verdient. Ihre Ex-Chefin Tabletten gegeben zu haben, streitet die Verdächtige aber ab. Fraglich ist jetzt, ob der Stiefbruder etwas mit der Ohnmacht der Fallschirmlehrerin zu tun hat. Dieses Hemd, das hat nämlich ihr Kollege, oder Ex-Kollege, muss ich besser sagen, der Ingo, noch auf einer auf einer Betriebsfeier, auf einem Foto getragen. Und jetzt haben Sie es an. Hier von der Schule, oder was? Ja, der von der Schule. Der Stiefbruder. Das ist sein Hemd wahrscheinlich. Wie kommen Sie dazu jetzt? Ja, weiß ich nicht. Das hat er wahrscheinlich da in der Schule liegen lassen. Ach, jetzt erst ist es in Ihrem Schrank und dann in der Schule? Ist es von da in meinen Schrank. Ich weiß es doch auch nicht. Von allein geflogen, oder? Du hast sie schon drüber aufgeklärt, was es für Konsequenzen haben kann, wenn Sie hier ein Verbrechen decken, oder? Ja. Das wissen Sie. Wir können Sie natürlich nicht zwingen. Das können wir nicht.
Was wir ihm machen gehen, aber können, ihnen ein bisschen Bedenkzeit geben. Und die gewähren wir ihnen jetzt auch. Sie dürfen jetzt nach Hause gehen. Die Kommissare macht es misstrauisch, dass die Frau die offensichtliche Verbindung zu dem Stiefbruder leugnet. Sie scheint etwas vor der Kripo verbergen zu wollen. Ein Telefonat der Frau erhärtet den Verdacht der Ermittler. Sie haben das mit dem Falschen raus. Was? Liebe dich, bla bla bla. Das ist doch immer das gleiche Gefahr von dir. Was hast du mich eigentlich reingeritten? Weißt du nicht, was du mit mir gemacht hast? Ich hab doch schon keinen Job mehr. Nein! Falsch raus, kriegst du ja keinen Job mehr. Irgendwer hat sie reingeritten. Ein Taxi. Ist das für Sie? Scheiße, ja. Wo ist denn das Wissen? Komm mit. Es war jetzt schon sehr auffällig, dass Frau Hemmer direkt auf dem Hof telefoniert hat und sich unbedingt mit jemandem treffen will. Und eventuell bringt sie uns zum Täter. Könnt ihr mitkommen? Kommt mal mit, bitte. Nimm die Jacke mit. Wir fahren. Müssen ein Taxi hinterher. So. Oh, schnell! Taxi, ja? Ja. Für die Kommissare ist die Ex-Angestellte nach wie vor verdächtig. Fraglich ist, ob der Stiefbruder der verletzten Fallschirmspringerin eine Rolle in dem Verbrechen spielt. Das Taxi führt sie direkt zu dem Hangar der Fallschirmschule und zu einem dramatischen Augenblick. Ich sage Egon mal Bescheid. Ich würde sagen, Egon für uns 3116. Wir sind in 3115. Wir beide gehen da rum. Und ihr geht von da. Zwei Eingänge, einmal hier und einmal hier vorne. Genau, wenn ihr den hinteren Eingang abdeckt. Genau, genau. Beobachtet man. Warte mal, das Taxi fährt gerade weg. Ist aber keiner drin außer dem Taxifahrer. Dann lass mal ein bisschen Gas geben. Sie möchte ich bitten, hier genau wie die Autos einfach zu parken. Bitte, ja? Wir wissen nicht, was hier los ist. Zur Not holen wir Sie dazu, ja? Das sieht mir aus wie der Schwieger. Was ist denn passiert? Wir haben doch von... Besprochen. Du kennst doch die Situation. Ach, Sophie, du hast mir schon eingeredet. Hör doch bitte nicht auf. Ein Leben lang ist es so, dass ich die Nummer 2 bin. Ja, aber das ist doch mir, nicht mein Leben. Mir steht doch das Geld zu, du Mensch. Du kannst doch nicht mich damit reinziehen. Ich hab ich hab keinen Job mehr, ich hab gar nichts mehr, Mann. Aber du wolltest es doch auch. Ich wollte das, weil ich dich so geliebt habe. Ja, ich lieb dich doch auch. Ach, Liebe, ja, natürlich. Das ist doch, du hast mich missbraucht dafür. Willst du mir jetzt alles in die Schuhe schieben, dass es so blöd gelaufen ist? Damit du diese scheiß Schule endlich kriegst. Aber es ist doch unser Traum zusammen, diese Schule. Unser Traum, dein Traum, aber das dein Traum. Ja, natürlich ist es mein Traum. Traum. Es ist mein Traum. Lass mir das! Stopp! Machen Sie keinen Blödsinn! Lassen Sie die Pfeile frei! Halten Sie still! Herr Lenz, das können Sie nicht! Schnell bleiben! Ich hab nichts gemacht! Für die Kommissare ist nun klar, dass der Mann den Absturz der Fallschirmlehrerin verursacht hat. Sie ermitteln, wie und warum er seine Stiefschwester in solch große Gefahr gebracht hat. Ich versteh's nicht! Du verstehst es nicht? Erzählen Sie es uns doch mal! Ja, was soll ich denn erzählen? Ja, was passiert ist? Meine Stiefschwester hat schon immer alles bekommen. Ich war immer die Nummer 2. Die Schule müsste eigentlich mir gehören. Ja, und weiter? Ja, nicht und weiter. Ich wollte ihr nichts antun. Ich wollte nur, dass die Lizenz bei ihr erlischt, weil sie... Weil sie nicht mehr als zurechnungsfähig gilt. Weil man darf ja nichts trinken, kein Alkohol nehmen. Sag mal, du bist doch... Wegen den Tabletten. Dann haben sie ihr die Tabletten eingeflößt, ist das richtig? Ja, aber eigentlich möchte ich das nicht mehr sagen ohne meinen Anwalt. Das ist ihr gutes Recht. Und die Tabletten haben sie von ihr aus der Tasche geholt, weil sie haben eine Gelegenheit gehabt, sie waren ja ein Paar. Da hörst du es. Oder? Er hat mir die geklaut. Ja. Oder? Ja. Und spielt uns was vor da vor Ort von Und dann, wie haben Sie das in die Frau reingekriegt, wenn ich fragen darf? Das macht man ja, geht ja auch nicht einfach so. Kurz vor dem Start habe ich ihr was zu trinken gegeben. Okay. Solche Fälle wie dieser hier, dass ja, aus Rache oder dem Motiv hier quasi Familienmitglieder oder Firmenmitglieder aus der Firma zu bekommen, sind schon nicht selten.
Allerdings, dass so weit gegangen wird wie hier, dass das Leben der Person dann aufs Spiel gesetzt wird, das ist dann doch eher selten und zum Glück ist das so. Wir waren eine Familie, ein Familienunternehmen. Spinnst du? Ja, genau. Kommt zu uns in den Wagen. Der Täter wird wegen Körperverletzung und die Ex-Mitarbeiterin wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung angezeigt. Sie hat erst im Nachhinein von der Tat des Stiefbruders erfahren und wollte ihn aus Liebe nicht verraten. Die Geschädigte wird wieder gesund.